bringt es doch wenigstens zum Kleidercontainer, anstatt es wegzuschmeißen. Nein! Guten Morgen! Pauschal sollte man nicht einfach blind seine Sachen zum Kleidercontainer bringen. Man tut oft nichts Gutes damit. Der Grund ist, dass in Deutschland laut einem in der vorigen oder vor 2 Wochen erschienenen Medienbericht des Südwestdeutschen Rundfunk in der Sendung Marktcheck aufgedeckt wurde, dass die meisten Kleidercontainer illegal aufgestellt sind und man trotz Aufschrift Spende oder Sozial oder ähnlichen, dass diese Container privaten Unternehmen gehören, die einfach damit Geld verdienen, indem sie einfach die Kleidung meist nach Osteuropa transportieren und dort recyceln und diese dann quasi mit Gewinn verkaufen. Wenn ihr gute, brauchbare Kleidung habt, dann spendet die an örtliche bekannte Vereine, an die Bahnhofsmission, an das Rote Kreuz oder die Heilsarmee. Überall dort, wo man weiß, dass die Sachen auch wirklich karitativ eingesetzt werden und nicht noch Geld damit gemacht wird. Ihr braucht es nicht mehr, aber andere können es sehr gut gebrauchen. Also warum ein Unternehmen ein Produkt schenken, die damit wieder Gewinne erwirtschaften und damit die geistige Evolution auf der Welt behindert. Wollt ihr das wirklich? Macht euch das bewusst. Ist es nicht wirklich sinnvoller, die Kleidung wirklich jemandem zu schenken, der sie braucht? Kostenlos. Fühlt sich das nicht besser an? Zudem ist es sinnvoll, Unternehmen zu unterstützen, die bewusst die Gutmütigkeit der Menschen ausnutzen, indem sie auf die Container ein Sozialversprechen abgeben, es aber nicht halten. Weiterhin werden die Container auch oft illegal aufgestellt. Ich habe das schon angesprochen. Einfach ohne Absprache mit der Stadt werden diese dann einfach so hingesetzt. Und wenn die Stadt sie dann nach Wochen, ihr wisst das, Behördenmühlen malen langsam, oder nach Monaten entfernt werden, hat das Unternehmen schon genug Gewinn gemacht, diese Strafe, die sie dann bezahlen müssen, zu bezahlen können. Denn dieses Aufstellen dieses Bekleidungscontainer, also dieser Kleiderspendentonne, das ist lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Derzeit gibt es eine unglaubliche Schwemme an illegalen Kleidercontainern. Achtet unbedingt darauf, wenn ihr was in die Container reinschmeißt, da stehen doch meistens Kontaktinformationen drauf. Wenn gar nichts draufsteht, außer so Kleider und Schuhe oder ähnliches, dann ist das Ding mit Sicherheit illegal. Genau wie diese Eimer, die manchmal vor die Türe gestellt werden, die eure Schuhe sammeln und so weiter. Aber auch wenn darauf steht, dieser private Kleidercontainer ist offiziell genehmigt. Also sobald das Wörtchen privat auftaucht, und das muss es, wenn eine Firma damit Geld verdient, spendet ihr nicht, sondern ihr schenkt einem Unternehmen euer Kleidungsstück, entweder legal oder illegal, je nachdem wie die Container aufgestellt sind. Und das Unternehmen verdient damit Geld. Aber das kann natürlich auch in Ordnung sein, wenn ihr das macht. Ne? Ich muss das auch immer wieder mal sagen. Weil in so vielen Videos, ich kann mich dann an das Avocado Video zum Beispiel erinnern, ist hier oben in den Infokarten, da denken die Zuschauer, es gibt nur die eine Option, die ich vorstelle. Ich sage, was ihr zu tun habt. Nein, ich entscheide für mich und ihr entscheidet für euch. Und ihr seid keine schlechteren Menschen, weil ihr eure Kleider einfach nur loshaben wollt und froh seid, dass in der Nähe eurer Wohnung irgendwo so ein Kleidercontainer steht und ihr euer Zeug da einfach reintun könnt. Ne? Aber ich will, dass ihr die Alternativen kennt und ich möchte, dass ihr wisst, was ihr tut. Ihr könnt etwas Gutes tun, auch ohne Geld. Ihr könnt bewusst Menschen helfen, wenn ihr eure getragene Kleidung wirklich an karitative Einrichtungen spendet. Und ich bin mir sicher, der Großteil von euch wird der Meinung sein, dass diese Kleidercontainer, die überall stehen, eure Sachen karitativen Zwecken zuführen. Das ist aber in den meisten Fällen nicht so. Und deshalb gibt es auch dieses Video, mehr Bewusstheit, besseres Leben und zwar nicht nur für euch, sondern für alle Menschen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe ihr könnt mit der Information was anfangen und schaut auf euren Kleidercontainer. Euer Christian.